SCB-Stürmer Dai Domenico machte endlich seinem Frust Luft. SCB verliert auch Spiel 2 gegen Biel, Lugano gleicht aus, Tigers gewinnen mehr Sport, mit einem 42-Sieg beim SC Bern schaffte Biel auf Anhieb den Durchbruch im Playoff-Viertelfinale. Die Seeländer führen nun in der Berner Derby-Serie wie bereits im Halbfinale 2019 mit 20. Tino Kessler erzielte im ersten Drittel das siegreiche 31, in dem 5 Tore fielen. Beide Mannschaften zeigten sich fehleranfällig im Abwehrverhalten. Innerhalb von 64 Sekunden erzielten die Seeländer ihre ersten beiden Tore zur 21-Führung. SCB-Keeper Philipp Wüthrich ließ Toni Rajala beim 11-Ausgleich des Tabellenzweiten aus Seeland einen soliden Schuss passieren. Wüthrich machte keinen unwiderstehlichen Eindruck. Als Fabio Hofer im Mitteldrittel den vierten Treffer von Biel erzielte. Das sagt Ramon Untersander. Bern erwischte dank Chris Dai Domenico, der bereits nach 80 Sekunden traf, einen Blitzstart. Doch Biel drehte mit 3 Toren schnell das Blatt, ehe der SCB mit Ramon Untersander die Führung verkürzte. In bisher 4 Playoff-Duellen hat Biel im Berner Derby gegen Bern immer das Nachsehen. Zuletzt 2019 im Halbfinale. Damals lag der SCB in der Serie 0-2 hinten. Genau wie heute. Beim Stand von 32 in Serie verpasste Biel dann 2 Matchpucks zum Finaleinzug. Der SCB ging in die Schlussphase und gewann seinen bis dato letzten Meistertitel. Der EHC Biel beeindruckt weiterhin. SR Hebeisen Kaukokari. Ob Wegeser Börgi. Tore 2. Rajala 11. Schneeberger 12. Untersander 23. Strafen mal 2 5 Minuten Spielzeit gegen Bern. 4x 2 Minuten Spielzeit gegen Biel. Torschützenkönig Postfinance Dai Domenico. Rajala. Bern Wüthrich. Untersander. Tewes. Löffel. Segragen. Golubev. Henauer. Colin Gerber. Beat Gerber. Dai Domenico. Lindberg. Moser. Baumgartner. Kahan. Ennis. Ungeziefer, Bader, Schawai, Fani, Brügger, Ritzmann, Biel Säteri, Radbeb, Löw, Jakovenko, Großmann, Schneeberger, Förster, Delement, Hofer, Haas, Olofsson, Kessler, Salinen, Rajala, Brunner, Kunti, Künzle, Stampfli, Freudewo, Gerber, Höschen, Bemerkungen Bern ohne Sven Bertschi, Sivia, Gellinas und Kahunen, Biel ohne Heje und Schähen, Bern von 5654 bis 5810 und 5828 bis ohne Torhüter, Lugano, Genf 20 Serie 11 im Viertelfinale trennte sich Lugano mit einem 11 Unentschieden gegen den Qualifikationssieger Genève Servette. Das Team von Nachwuchstrainer Luca Gianinazzi gewann zu Hause mit 20. In der 53. Minute erzielte Daniel K. nach einem herrlichen Konter das 20. Eine Minute später scheiterte Tanner Richard aus Genf allein in Unterzahl vor Mikko Koschinen, der in der Folge weitere gute Chancen für Genf zunichte machte. Der finnische Keeper feierte in diesen Playoffs den 2. Shutout. Das Team aus dem Südhessen hatte bereits das Heimspiel im Achtelfinale gegen Fribourg Gottéron mit
2020 gewonnen. Den Genfern fehlten die Geniestreiche des angeschlagenen schwedischen Verteidigers Henrik Tömmernes. Das sagt Calvin Türkauf. Die ersten 20 Minuten verliefen weitgehend ereignislos. Doch im zweiten Drittel war viel los. Zunächst war Genf einem Tor näher. In der 30. Minute vergab Luganos Michael Granlund eine Top-Chance zum 10. In der 34. Minute checkte Servettes Torschützenkönig Teemu Haatikainen Marko Zanetti gefährlich ungestraft in die Bande ein und sorgte für große Emotionen. Lediglich Calvin Türkauf aus Lugano musste auf die Strafbank. Lugano hält die Serie gegen Qualifikationssieger Genf spannend. Lugano, Genève Servette 20.242 Zuschauer. SR Stolk Hürlimann, Fuchs Gürtner, Tore 32, 53 K2-0. Strafen 3x2 Minuten gegen Lugano. 5x2 Minuten gegen Genève Servette. Torschützenkönig Postfinance K. Haatikainen. Genfer Servette Desklu. Kara. Auvitu. Vatanen. Maurer. Folmin. Jakwemet. Gesang. Praplan. Filppula. Winnick. Miranda. Richard, Puljet, Haatikainen, Joris, Omark, Antonietti, Smirnovs, Bertaja, Cavalleri Bemerkungen Lugano ohne Arcobello und Connelly, Genève Servette ohne Berton, Le Coultre, Roth und Tömmernes, Genève Servette ab 5641 ohne Torhüter. Ajoa, Langnau 02, die SCL Tigers sind im Relegationsspiel gegen den letzten Qualifikanten Ajoa noch torlos. Dank dem Sieg in der Brundbrunft stehen die sanften Emmentaler mit 20 in der Best-of-7-Serie. 32 Paraden benötigte Langnaus Goalie Luca Bolzhauser für sein zweites Shutout in Folge. Cody Eakin traf 10 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit die Entscheidung mit dem Tor zum 20. Kurz zuvor hatte der Kanadier mit einer Rettungsaktion den 11. Ausgleich des Jurassic Teams verhindert. Ajoa hatte immer starke Zauber. Aber Langnau fand immer einen Weg, um das Gegentor zu vermeiden. Indem er sich zusammenschloss. Ajoa Topscorer Philipp Michael Devos vergab dann im Schlussdrittel in einem Jurassic-Mehrheitsspiel einen hochklassigen Schuss zum 11-Ausgleich. Cody Eakin rettete für Langnau vor der Torlinie für seinen bereits angeschlagenen Schlussmann. Auf der Gegenseite hatte kurz darauf Nolan die in das 20 der Gäste auf dem Stock. Die SCL Tigers gingen zur Spielmitte durch das Powerplay durch Axel Holmström mit 10 in Führung. Für den 26-jährigen schwedischen Center war es der zweite Treffer für die Emmentaler im 9. Spiel. Eakin war damals der Torschütze gewesen. Langnau macht einen weiteren Schritt Richtung Klassenerhalt. Ajoa, SCL Tigers 02, 4076 Zuschauer. SR Strickerhunger Bühler, Stalder Moisi, Tore 29, Holmström 01, 50, Eakin 02, Strafen x 2 Minuten gegen Ajoa. 3x Minuten gegen SCL Tigers. Torschützenkönig Postfinance Devos. Sari Järvi. Ajoa Wolf. Brennan. Pille. Gutier Leduk. Fei. Birbaum. Howard. 30. Hazen.
Devos, Reto Schmutz, Asselin, Guti, Frossard, Charoni, Romanengi, Boson, Arnold, McQuad, Vujamos, Derungen, SCL Tigers Bolzhauser, Lepisto, Schild, Sari Jervi, Großniklaus, Ernie, Guggenheim, Kadonau, Lapinski, Holmström, Pesonen, Rohrbach, Ikin, Sarela, Salzgeber, Diem, Duay, Berger, Flavio Schmutz, Rossi, Neuenschwander, Anmerkungen Ajoa ohne Rouillé, Cola, Puili und Bacchus, SCL Tigers ohne Egle und Rautio, Ajoa ab 5613 ohne Torwart.